noch in beide Systeme hineinsehen. Habe ich gefunden als Grunderfordernis, damit wir nicht zerfallen, nicht noch mehr zerfallen. Weil ich nehme das Beispiel der Integration von Zuwanderenden. Das sind Menschen, die kommen aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund, die leben ganz anders, haben teilweise grundlegend andere Werte, Überzeugungen, Notwendigkeiten, wie sie auch sozialisiert sind, und die kommen hier herein. Ich nehme jetzt Beispiel Schweiz, kenne ich am besten, gilt grundsätzlich für andere westeuropäische oder westnordeuropäische Länder auch. Man versucht, wieder ein neues Ganzes zu bilden. Das heißt, die Leute kommen dazu, sie werden integriert, oder wie man dann sagt, integrieren heißt eben ein neues, größeres Ganzes bilden. Und bei diesem Prozess hat man gelernt, dass die Sprache des Ortes, wo man hingeht, dass das das zentrale Element ist, dass Integration gelingen kann. Und wenn das mit der Sprache nicht mehr klappt, also wenn man sich nicht mehr verbal verständigen kann, dann gelingt Integration nicht. Also ich möchte jetzt nicht das absolut ausschließen, es kann auch andere Mechanismen geben. Vielleicht ist das sogar der Weg des Neuanfanges. Es scheint mir auch, dass immer mehr die Zeichen darauf hindrängen, dass es zu einem Neuanfang kommt. Aber wie der genau aussieht, ich habe gestern mit einem Freund diskutiert, wie eben immer schlimmer geellbögelt wird, im Straßenverkehr zum Beispiel, also nicht jetzt unter den einzelnen Verkehrsteilnehmenden, die da so in der Landschaft unterwegs sind, sondern politisch, also bei denjenigen, die erschaffen, also die sagen, wie die Straßen aussehen müssen. Also da wird immer aggressiver vorgegangen, und bringt auch schon materielle Schäden. Ich glaube, Todesopfer habe ich jetzt noch nie gerade gehört, aber es hielt sich immer mehr auf, und das sind so typische Kennzeichen dafür, dass es dann einmal, wenn halt keine Lösung in Sicht ist, und das ist so im Moment, es wird immer nur gröber, dann kann es dann auch einmal zu einem Umsturz kommen, oder? Wobei wir uns, ich kann mir auch keine Vorstellung machen, mache es auch nicht, wie so etwas, also vor allem auch wie denn das Neue, auch wie das Neue zustande kommen würde, oder? Einfach nur den anderen runterknüppeln. Also gut, wenn es mit den Mitteln des Verstandes und des Respektes, aber eben den Respekt hat man dann schon verloren, man will ja dann nur noch Macht erhalten. Man fühlt sich auch bedroht selber, man sieht die einen oder sehen die Welt bedroht durch die ökologische Katastrophe, Umweltkatastrophe, und sehen sich dann eben berechtigt, mit entsprechend aggressiven Maßnahmen zu schauen, dass man nicht stirbt, oder?
Und andere, oder wenn wir in diesen Bereich kommen von nicht sterben wollen, im Bereich, wo wir aber nicht schon in der Schwäche sind, sondern noch oberhalb der Linie, wo wir noch agieren können und Aggression ausleben können, in diesem Bereich ich möchte gerne jetzt noch ein Beispiel nehmen aus Deutschland, weil das ein bisschen breiter bekannt ist. Es war gestern in der Tagesschau das Afghanistan-Debakel, oder? Diese Evakuierung. Deutschland hat immer noch Deutschland-Zugehörige, also eigene Staatsbürgerinnen und so, sicher solche Leute, die für Deutschland gearbeitet haben, also die dann hochgefährdet sind, oder die haben die Interessen der Blutsfeinde der Taliban vertreten in Afghanistan. Und die kommen natürlich an die Kasse. Und das ist ein Riesendebakel, weil es war gestern an der Tagesschau tatsächlich, dass die Opposition schriftlich, also dokumentiert der Regierung, der Verwaltung, der Bundesverwaltung, wo immer an der entscheidenden Stelle eingebracht hat, dass mit der Evakuierung bereits vor, ich weiß nicht, vor eine Woche früher oder so hätte begonnen müssen. Und die haben das nicht gemacht. Die haben also das halt politisch taktiert, oder man wollte nicht den eigenen Totengräbern, politischen Totengräbern Material liefern, das heißt die AfD, oder? Die und sowieso die Opposition, dass die dann Nahrung erhält im laufenden Wahlkampf, das heißt, die Regierung würde eben Immigranten produzieren, voreilig aus Afghanistan Leute nach Deutschland bringen. Das wollten sie auf jeden Fall vermeiden. Aber die Zeichen waren natürlich schon auf Sturm. Ich selber habe auch gedacht, also bald man sah, dass die Taliban so schnell vorankamen, oder? Am nächsten Tag schon die nächste größere Stadt erobert hatten. Konnte man sich also, musste man davon ausgehen, dass das relativ zügig geht, oder? Der Mechanismus, die Geheimdienste haben das schon längst wissen müssen und sonst haben sie geschlafen, wie die Taliban eben operieren, dass die offenbar die Armee schon längst unterwandert hatten. Oder die Armee war einfach schon, also hatte dann nur noch so ein gebraucht und dann sind die bereits auf der anderen Seite gewesen. Es hat meines Wissens keine Gefechte gegeben. Die haben einfach sofort aufgegeben, oder? Die waren in der Hand der anderen, obwohl sie die physische Macht eigentlich hatten und mit zumindest hätte versuchen können zu kämpfen, hat man nicht gesehen. Und jetzt Deutschland war so, dass jetzt schwerste Vorwürfe kommen und auch die Regierung hat sagen müssen, sie haben es nicht gut gemacht, oder? Also es gibt Dinge, die kann man nicht wirklich lösen, aber dort hat man es wirklich schlecht gemacht. Und auch das wird der Regierung, das heißt der CDU, CSU, ist, glaube ich, die Sozialdemokraten sind, glaube ich, immer auch noch dabei, aber haben nicht so viel zu sagen. Es wird vor allem der CDU, CSU wird das schaden und das Niveau kommt immer tiefer. Und also es gibt wie unlösbare Probleme und das heizt sich immer mehr auf, oder?